Leute! Willkommen zu unserem neuen Part Far Cry 5. Und ist es auch eine Tankliste? Nein, es ist nur so ein Dings. Und in diesem Part will ich wirklich die Tankliste-Mission machen. Und ich ziehe das jetzt auch wirklich durch. Allerdings, wenn ich jetzt in längerer Zeit keine Tankliste finde, werde ich auf jeden Fall cutten. Damit ich die Mission endlich fertig kriege, weil ich will auch keinen elend langen Part machen. Und ich habe mir mit den Fertigkeitspunkten, die wir so aus dem letzten Part noch zusammengerafft haben, habe ich mir... habe ich mir einen weiteren Slot gekauft. What the fuck war denn das jetzt? Das Ding ist auch immer, ich erzähle sie die ganze Zeit. Allerdings weiß ich nicht, ob ihr das überhaupt hören werdet. Weil ich ja wahrscheinlich einfach wegcutte, wenn ich länger nichts finde. Aber die Tankluster, die... Keine Ahnung, die fahren doch einfach random rum, oder nicht? Was hier geht. Würde ich jetzt aber auch ein... Alles klar, Mann. Alles klar, Dude. Oh, alles klar, da war ein Baum. Das ist alles ein bisschen krass gerade. Ich guck mal auf der Karte. Sind hier irgendwelche Laster eingezeichnet oder so? Wahrscheinlich nicht. Aber das wird spannend. Ich habe einen gefunden. Rechts oder links? Natürlich. Alter, als ich gerade einen gefunden habe. Really? Leute, ich habe einen Tankluster gefunden. Wo ist der? Die wollen mich doch verarschen, er war doch hier gerade, oder nicht? Ey, nee, oder? Oh, Leute, Alter. Der ist hier safe lang gefahren. Suchen wir jetzt halt zu... Zu Auto vor allem. Suchen wir jetzt halt mit dem Auto nach einem... Dings. Nach dem Laster. Anhalten, wir steigen auf. Arschen. Der muss weg. So ein schöner Tag zum Luftangriff. Zack. Nummer 1, Leute, Nummer 1. Drücke aus, deck mich. Hat ja auch erst 12 Minuten gedauert. Los, los, los! Er liefert das Fahrzeug, aber das ist leichter ge... Ich muss die... Oh, okay, Leute. Ich wusste nicht, dass ich da hin muss. Da bin ich sogar gerade dran vorbeigefahren. Ich dachte, dann beginnt die Mission sofort, wenn ich in die Nähe komme. Das ist schon mal gut, dass das nicht so ist. Radio, geh erstmal aus. Danke. Meins. Ich guck mal kurz, ob die hier einen Tanklaster haben. Aber ich glaube nicht, ne? Hier steht kein Tanklaster zufällig rum. Kein Tanker in der Nähe, ne? Na, schade. Jetzt werde ich hole mir wieder ein Flugzeug. Hey, ich schneide gerade das Video und ja, ihr seht schon auf dem Bildschirm, lest euch mal den Text durch und da drückt Pause, falls ihr den noch nicht gelesen habt und ja, dann wisst ihr selber, was ich gerade getan habe und wie dumm ich doch eigentlich bin. Oh
klar, Leute. Flugzeug hat überlegt und die steigt jetzt da ein, Alter? Tod! Jawohl! Das ist ein Witz! Was ist denn das für eine Backscheiße hier? Angeln bringt deinem Körper Frieden wie sonst nichts. Und brauchen wir nicht dringend Frieden in diesen Zeiten? Du wärst blöd, wenn du in dieser Gegend nicht angeln würdest. Bei dem ganzen Irrsinn mal einen Moment für sich zu haben, ist gut für die Seele. Es ist wichtig, nicht aus den Augen zu verlieren, wofür es sich zu kämpfen lohnt und wofür nicht. So wie ich es sehe, rühren die größten Probleme dieser Tage daher, dass die meisten Leute nicht mehr innehalten und nachdenken, bevor sie etwas tun. Nicht jedes Problem lässt sich mit Kugeln lösen, weißt du? Aber das ist nur meine Meinung. Falls du Ausrüstung, Köder oder sowas brauchst, ich kann dich ausstatten. Alles klar, Leute. Da ich übelst verzweifelt bin und keine Tanklaster finde, gehe ich jetzt einfach angeln. Jede Minute, die du nicht angelst, ist vergeudet. Zack, 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 zack. Schön, dass mein Leben meine Sport zu schätzen weiß. 10, 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 10. Hup, Regenbogenfisch. Nice. Beute verkaufen. Regenbogenfisch. 100. Ja, nice, ne? Angeln bringt Geld, würde ich sagen. Jetzt aber mal wieder zurück zum Business und auf Dingsjagd gehen. Leute, ich habe jetzt beschlossen, ich werde mir jetzt einen Heli kaufen. Sehr schön. Einfach, weil ich mit dem Heli das Ding angucken kann, den Lastwagen, falls wir empfinden. Und dann davor landen kann, ohne dass der despawnt oder so, okay? Das ist mir jetzt gerade mega wichtig, weil es einfach nicht klappt mit dem scheiß Flugzeug. Aber ich kann mir hier kein Flugzeug kaufen. Ach Leute, echt jetzt, Mann? Also, keine Heli, Mann. Ich kann echt nur Flugzeuge kaufen? Heli! Helikopterladen! Hinreisen! Deputy. Ey! Nee! Oh, Alter, komm zurück! Jetzt okay. Nach da hinten hin. Ich muss erstmal gucken, ob ich das Ding hier reparieren muss oder nicht. Da muss ich so geil. Reposition! Ich bin bei dir. Ja, ja. Tot? Ich sehe ihn. Ah, der ist noch da. Noch ist er da. Ist er noch da. Ich kann die Pflanze nicht nehmen, weil ich voll bin. Der Laster ist noch da, Leute. Eins von zwei. Da steht eins von zwei. Nur den Wagen haben, darf ich bitte nur den Wagen haben. Wisst ihr was? Ich will gar nicht den Wagen haben. Ich will sofort wieder zum Heli-Ding. War das der Heli-Shop? Ja. Ja, gut. Ich sag am besten einfach gar nichts mehr dazu, ne? Was? Wieso habe ich denn jetzt schon wieder null? Zeit zum Feuern! Ich darf nicht zu weit weg, oder was? Och. Bin ja auch erst eine Stunde, 10 Minuten unterwegs. So Leute, ich habe jetzt beschlossen, ich mache jetzt noch die Außenposten. Und ja, vielleicht finde ich hier auf dem Weg zu den Außenposten jeweils ein Truck oder so. Wäre ganz gut, cool. Dass ich mir eine neue Flinte gekauft habe. Bin unterwegs. Lol, durch die Tür, Junge. Von eurer Seele weiter.
Also, was habe ich da für eine Spritze überhaupt genommen? Erhöhte Schaden für Nahkampf. Ah, da wollte ich gar nicht. Ich wollte das da machen. Deswegen ist die ganze Zeit so komisch. So, weg mit euch. Ach, da war der andere. Auch gut. Meine Fresse, was ist hier los? Ich konnte da schnell rein. Ich dachte, ich habe den Spot schon erobert. Ja, den hatte ich doch schon mal, oder bin ich doof? Ich glaube, es war echt, dass ich den einen die ganze Zeit nicht fertig gemacht hatte. Ey, nee! Ihr könnt doch nicht fucking Truck zerstören, Alter. Nee. Ich hält jetzt nicht an. Ich will jetzt unbedingt diesen scheiß Dings machen. Eine Perle, Mann. Was zum... Ich habe einen abgeliefert, jetzt kommt noch der zweite. Ja, zumindest hoffentlich. Wieso ist der Außenposten nicht befreit? Leute, Checkpoint neu laden. Wenn ich jetzt nicht... Ich habe wieder null. Ich habe wieder null. Okay, Leute. Folgendes. Ich habe jetzt 2 Stunden versucht, also 1 Stunde 57 Minuten, okay, aber trotzdem, ich habe so lange versucht, die Mission zu machen. Ich habe realisiert, jetzt alles abgeschlossen. Hier ein Poster von mir. Hier Wanted. Ich glaube, ich muss die Mission machen. Ich kann die Mission hier oben, die links steht, mit dem LKW, ich kann die nicht machen. Sobald ich ein LKW finde, bin ich in der Mission drin und dann spawnen keine anderen mehr. Es wollen weder LKWs noch Feinde. Das heißt, ich habe nicht mal die Möglichkeit, diese Mission fertig zu bringen. Aber da ich jetzt schon 2 Stunden gespielt habe und ganze Zeit rumgeflogen bin, rumgefahren bin, alle Außenposten gemacht habe, ich habe den Außenposten befreit, ich habe hier einen Außenposten befreit, ich habe den schon befreit, die sind alle wieder zurückgesetzt worden. Auch der hier habe ich befreit. Alles zurückgesetzt worden. Und jetzt habe ich echt keinen Nerv mehr. Sorry. Aber tut mir leid, dass das so enden muss. Aber nach 2 Stunden Aufnahme, ohne irgendwas erreicht zu haben. Weil ich anscheinend einfach die Mission gar nicht machen kann, obwohl sie mir angezeigt wird. Auch alle sagen die ganze Zeit von wegen, ja super, dass John C. tot ist. Dabei ist der gar nicht tot. Also, keine Ahnung. Leute, ich weiß nicht, ich sag immer, es ist ein chaotischer Part, aber jeder Part ist chaotisch. Aber das hier ist echt krass. Ich hoffe, ihr habt trotzdem irgendwie durchgehalten. Ich versuche das möglichst kurz zu cutten, dass ich nicht... Ich werde auf jeden Fall nicht die 2 Stunden hochladen. Also, haut rein. Tschüss, Leute.